Das ist jetzt so die, wenn der Name mal die reine Funktion von diesem Arbeitszylinder mit Objektivität. Wenn Sie das nicht so verstehen, dann müssen Sie mich aber darauf aufmerksam machen oder was fragen. Es geht nur darum, dass Sie jetzt mal überhaupt verstehen, wie funktioniert das Modell hier. Und unsere Aufgabe bei der Elektrik ist dann das, diese Ansteuerung, diese zu realisieren. Wir haben dann mal anders dargestellt. Sie haben hier oben nochmal den Zylinder. Sie haben hier dieses Magnetfeld. Sie sehen hier diesen elektrischen Anschluss und haben da vorliegend einen Kontakt. Hier oben liegen unsere plus 24 Volt an. Und können Sie sich vielleicht vorstellen, wenn der jetzt schließt hier rüber, ja, dann kann der Strom doch hier durchfließen. Ja? Dann kriegt meine Spule hier unten